Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac nach diesmal wirklich langer Zeit mal wieder. Und ich habe es gemacht, weil ich einfach mal wieder tatsächlich mal wieder Bock hatte auf Binding of Isaac und ja, weil ich es auch mal klären wollte, wieso kommen jetzt keine Parts mehr und wieso habe ich scheinbar keine Skills bei Binding of Isaac. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich meistens, wenn ich Binding of Isaac zocke, das auf meinem Netbook zocke, dort läuft das Ganze deutlich langsamer. Daran gewöhnt man sich dann halt und dann ist es halt auch mal um einiges schwerer, wenn man das dann mit der Geschwindigkeit am PC spielt. Deswegen kommt es halt meistens ein bisschen so rüber, als wäre ich relativ schlecht. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sonderlich gut bin, aber so schlecht, wie das meistens rüberkommt, bin ich dann auch nicht. Ja, außerdem ist auch für Binding of Isaac für mich mehr so ein, ja, so ein Nebenbeispiel. Das zocke ich halt auf dem Netbook, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin oder in der Schule. Deswegen habe ich auch, ich setze mich halt jetzt nicht an den PC und sage so, jetzt spiele ich Binding of Isaac. Deswegen, ja, habe ich da eben auch weniger Bock drauf, spiele es seltener, deswegen gibt es dann eben auch weniger Let's Plays. Und, ja, das und außerdem kommt natürlich noch dazu, dass ich halt dann meistens irgendwann abkacke. Logisch, irgendwann kackt man immer ab, aber es halt nicht schaffe, die Mutter zu töten oder so. Deswegen werde ich es halt immer so machen, wenn ich dann wirklich mal Bock habe auf Binding of Isaac, dann werde ich einfach nebenbei das die Aufzeichnung laufen lassen. Und dann die guten Runden, also wenn ich es noch schaffe oder so, dann einfach nachkommentieren und dann hochladen. Und so habe ich es ja auch jetzt gemacht, dass ihr nachkommentiert, falls werdet ihr sicherlich schon bemerkt haben. Und ja, jetzt komme ich hier direkt zum Bossraum. Also das wird jetzt auch erstmal für die nächste Zeit der letzte Part sein. Ich werde jetzt nicht groß sagen, dass das Projekt beendet ist oder so, aber es wird auf jeden Fall erstmal der letzte sein, der jetzt so kommt. Also dann werdet ihr halt jetzt auf meinem Kanal noch Shriver zu sehen kriegen, World of Tanks natürlich, dann später auch World of Battleships, World of Warplanes, je nachdem. Also erstmal World of Warplanes, dann World of Battleships. Und dann habe ich noch Divinity geplant, aber mal sehen, ob ich da wirklich Bock habe, nochmal anzufangen fürs LP oder wie auch immer. Mal sehen. Ja, okay, jetzt habe ich so das Wichtigste erstmal gesagt, glaube ich. Und wieder Speed Up, jetzt kann ich mal mehr auf das Spielgeschehen eingehen. Also ich glaube, ich habe inzwischen jetzt Speed wirklich voll. Ja. Ist nicht unbedingt vorteilhaft, weil man ja eben relativ schwierig steuerbar durch den Raum rast, durch die Räume rast. Guck dann später irgendwann bestimmt mal in meine Stats. Da werdet ihr es dann auch mal sehen. Ja, grundsätzlich finde ich natürlich, denkt man sich jetzt so, ja, nachkommentieren. Ich könnte ja eigentlich auch immer nachkommentieren. Ist halt einfacher, kann man sich mehr aufs Spiel konzentrieren. Ich finde das ein bisschen doof, weil das ist irgendwie, weiß nicht, live ist halt einfach irgendwie echter. Man weiß dann auch nicht, was passiert als nächstes. Und so weiter. Das macht dann einfach mehr, ja, keine Ahnung, mehr Spannung rein und so weiter. Und ja, ich finde es auch nicht so cool, wenn jetzt andere irgendwie nachkommentierte Sachen machen. Also nachkommentierte LPs. Deswegen mache ich es halt einfach selber auch nicht. Es war halt außer bei Binding of Isaac. Ja, und diese entzündeten Brathähnchen, sag ich mal, sind schon ziemlich scheiße. Weil die einfach ewig nicht kaputt gehen. Ja, warum warte ich hier so ewig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, warum ich
jetzt hier so ewig gewartet habe, müsste dann theoretisch gleich weitergehen. Aber ist das Bild stehen geblieben? Nein. Das Feuer brennt ja noch. Okay, jetzt geht's weiter. Maggie vs. Frost. Der Lustige aus Turnout. Man kann ja die Bomben durch Schüsse wegschieben, aber muss eben auch klappen. Das ist eine ziemlich bittere Situation. Und er kann auch selber durch Bomben Schaden kriegen, wenn man es nicht schafft, ihm seine eigenen Bomben zu schieben. Und während ich das hier kommentiere, geht immer wieder mein Bildschirm schon an, das nervt ziemlich. Seht ihr natürlich nicht, aber ich nerv's halt, ja. Und am Ende habe ich jetzt natürlich die ultimative Belohnung gekriegt. 3 Bomben. Das ist so richtig gelohnt. Na gut, aber wenigstens kein Leben verloren. Und jetzt warte ich hier wieder eine halbe Ewigkeit, warum auch immer. Ja. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich nebenbei immer irgendwas gemacht. Nee, keine Ahnung, das würde man ja nicht sehen. Weiß ich nicht. Und ja, diese Teile sind irgendwie scheiße. So, jetzt habe ich dann doch einen Nutzen gehabt davon, dass ich hier die eine oder andere Bombe gefunden habe. Und jetzt könnte ich hier direkt in den Stockraum gehen. Ja, und da finde ich einen Leiter sehr praktisch. Also Leiter ist es immer, ist eigentlich immer ein Pflichtkauf. Aber ihr werdet dann sehen, dass es mir dann doch nicht so viel gebracht hat, wie ich erst dachte. Ja, also das Game-Musik, Game-Sound oder wie auch immer, haben sie sich schon früher aufgedacht. Das ist schon wahr. Aber bei World of Tanks generell, also der Soundtrack von dem Spiel muss einfach cool sein. Warum habe ich da eine Bombe hingelegt? Achso. Weil ich da sowieso rein wollte. Das sind immer meine Lieblingskisten, wo da noch ein Schlüssel drin ist. Wo es sozusagen nicht mehr was gekostet hat. Und jetzt bin ich im Itemraum. Speed und Range up jetzt. Genau, spätestens jetzt habe ich, glaube ich, wirklich Speed voll. Ja, ja, gleich gucke ich auch nochmal in meine Stats rein. Also, da sieht man das dann nochmal. Und ja, jetzt habe ich hier einen Raum mit Glücksspielautomat gefunden. Relativ sinnlos, ich habe ihn glaube ich auch nicht benutzt. Ne, habe ich nicht. Und bei mir geht wieder der Bildschirm schon an. Nerv. Und ja, da verliert man ja doch einiges an Leben und ich glaube. Ja, das sind nochmal die Schwierigkeiten zu steuern war, wenn die Speed voll war. Und jetzt habe ich noch My Little Unicorn gekriegt, das ist natürlich cooler als Yum Heart. Oder wie das heißt. Und dann bin ich hier direkt rein. Maggie vs. Monstro. Okay, Monstro. Ja, die fällt nämlich immer in Station 1 oder 2. Habe ich jetzt doch erstaunlich wenig den Reisen. Na gut, okay, die Hälfte ist schon einiges, aber ja.
sieht man mal wirklich, das ist fast unmöglich sinnvoll zu spielen mit Speedfall irgendwie. Also nein, Quatsch, aber es ist schon scheiße. Es ist jetzt nicht irgendwie mega schwer, aber es ist schon ein bisschen scheiße. Ja, schon besiegt. So, jetzt seht ihr hier, Speed ist voll. Und sonst, ja genau, zeige ich es nochmal. Also Speed ist voll und sonst die Stats sind also noch auf 2. So, und dann bin ich jetzt hier direkt in den Devil Room rein. Und... ach nee. So genau, das kriegt man für 3 Rüstungsherzen. Ich bilde mir ein... ach ja, wahrscheinlich habe ich dann nochmal einen Devil Room gekriegt. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt nochmal Damage ab. Und ich würde sagen, das war's erstmal, ne? Ciao, bis zum nächsten Part.